gucken sie sich böse an, beide, oder was? Und wer als erstes aufgibt, hat gewonnen, verloren. Nee, ich krieg dein Schwert nicht hoch. Na super. Wusstest du schon, dass in dem Wort, dass in Zivil das Wort Evil drin steckt? Nein, das wäre mir niemals aufgefallen. Tja, schöner schicker Ladebildschirm. Und so besiegte der mächtige Paladin Ambrosius den Tyrannen Civil. Den bösen König warf man ins Gefängnis. Dort sollte er bis ans Ende seiner Tage für seine Taten büßen. Civils Rache an seinem heimtückischen Rat. Deshalb auch immer das jetzt abgebrochen ist, keine Ahnung. Das Wetter ist wunderbar. Ich habe nichts Wichtiges zu tun und kann mich einfach entspannen. Was für ein schöner Tag. Was für ein widerwärtiger Tag. Nanu, wer ist denn da in so miserabler Laune? Das sehe ich mir mal an. Eingesperrt in einer muffigen Zelle. Und noch dazu hat man mir mein Zepter entwendet. Jetzt bräuchte ich dringend jemanden, an dem ich mich abreagieren kann. Oh, Akt 1, die Gefährten. Hört sich doch gut an. Nimm den gegessenen, halb gegessenen Fisch. Ich bin hier oben. Wer bist du denn? Hallo. Hallo, du. Was machst du denn da drin? Bist du etwa einer von den Bösen? Was erdreistest du dich, Kind? Ich bin Civil, rechtmäßiger Herrscher über Phyrianis und dein König. Ich bin kein Kind. Mein Name ist Lilly. Und wenn du so ein toller König bist, warum bist du dann eingesperrt? Steuerhinterziehung? Diese ekelerregenden Gutmenschen haben sich gegen mich verbündet und mich in diese dunkle Zelle geworfen. Behaupten, dass ich sie tyrannisiert habe. Ha! Natürlich habe ich sie tyrannisiert. Das Schlimmste aber ist, dass Basilius, dieser kriechende Wurm, einen düsteren Plan ausgeheckt hat. Er will mein Königreich mit einer abscheulich-dämonischen Tyrannei belegen, die alles bisherige in den Schatten stellt. Das ist ja schrecklich. Dagegen muss etwas unternommen werden. Oh ja, liebend gern würde ich mich dieser Ratte annehmen. Allerdings bin ich gerade ein wenig eingeengt und niemand dort draußen glaubt mir. Aber ich glaube dir, Basilius hat schon immer einen bösartigen Eindruck auf mich gemacht. Ich werde dir helfen. Du? Ein kleines Kind? Was solltest du schon groß... Ach, schaden kann es ja auch nicht. Also gut, hör mir zu. Du musst mich aus dieser Zelle befreien. Dazu wirst du den Schlüssel benötigen, der dort an der Wand hängt. Vermutlich wird dieser aufgeblasene Paladin versuchen, dich daran zu hindern. Hey du! Niemand darf sich mit den Gefangenen unterhalten. Mach, dass du wegkommst. Aha, wir spielen jetzt mit Lilly. Wer ist denn das hier? Aber wir können jetzt hin und her wechseln. Ach so, okay. Fangen wir mal aus. Das Biest hat sich in seinem Loch verkrochen. Hey, wäre toll, wenn du mich freilassen würdest. Was? Warum? Ich habe mir den Gefängniskoch gespart und lasse die Gefangenen ihr Essen selbst zubereiten. Natürlich gibt es noch Probleme mit denen, die angekettet sind, aber es spart eine Menge Geld. Na dann. Hey, lass mich frei! Nein, will ich nicht. Bin zivil, ich bin böse. Ja, Bobo, du hast völlig recht. Ich sollte hier alles abfackeln. Und Otto die Ratte. Offensichtlich hält man sich hier einen kleinen Nager als Haustier. Meine Nase juckt, wenn mich doch da nur mal jemand kratzen würde. Eventuell später, so. Wieso denn bloß? Ja, gute Frage. So, können wir dem den alten Mann hier geben. Mach ich nicht!
Erklärt sich jemand bereit, mir ein Taschentuch zum Schnäuzen hinzuhalten? Hey, du! Kannst du mich mal an der Nase kratzen? Ich komme leider nicht ran, weil... Naja, ich habe da ein gewisses Problem. Aber das siehst du ja selbst. Vielleicht später. Sprich, nimmst du etwa an einer dieser verdummenden Shows teil? Sowas wie Ferjanis sucht den Knaststar? Nein! Resozialisiere dich gefälligst. Wenn du dich wäschst und rasierst, bist du in 3 Wochen sicher frei. Würde ich gern, aber man hat mich hier hängen lassen, weil ich angeblich eine Gefahr für die Gesellschaft bin. Aber wenn ich frei bin, werde ich mich schrecklich an ihn rächen. Dann werden wir sehen, wer zuletzt lacht. Sieht mir danach aus, als ob es sehr gute Gründe gab, den verrückten Greis da zum Verrotten hängen zu lassen. Hervorragend! Ein wehrloses Opfer, das sich meinen sarkastischen und treffenden Kommentaren nicht entziehen kann. Du wirst dich doch nicht über einen wehrlosen, armen, alten Mann lustig machen wollen, oder? Lass mich kurz darüber nachdenken. Doch. Genau. Ich nehme an, dass du es bist, der diesen Gestank verbreitet. Man gibt mir hier auch nur Boden zum Essen. Ich habe genug meiner kostbaren Zeit an dich verschwendet. Kobel. Faszinierend. Und nun? Sagte ich, mein Leben könnte nicht schrecklicher sein? Ich habe meine Meinung geändert. Sanitäre Anlage. Ich bin doch nicht verrückt. Was man sich da alles für Krankheiten holen kann. So, immerhin Blümchen drin, das ist doch schon mal wichtig. So, ein Eimer? Ein handelsüblicher Eimer. Unter anderen Umständen würde ich das vielleicht mitnehmen, aber ich denke, es wird für die sanitären Anlagen benötigt. Aha. Allerlei interessante Instrumente. Okay, gehen wir wieder auf die Kleine. So, Grümpelhaufen. Ein Haufen alter Folterinstrumente. Okay, sprechen wir mit dem Paladin mal. I'm too sexy for... Oh, hallo. Kann ich etwas für dich tun, Kleiner? Wer bist du denn? Wer bist du denn? Du erkennst mich nicht? Ich bin der einzigartige, unnachahmliche Ambrosius, meines Zeichens nobler Paladin. Ich bin für meine anmutige Schwertkunst und mein hinreißendes Äußeres bekannt. Es steht natürlich außer Frage, dass du bereits von mir gehört hast. Okay. Wow, deine Haare sind aber wirklich sehr hübsch. Wow, deine Haare sind aber wirklich sehr hübsch. Die glänzen so toll. Vielen Dank. Natürlich bedürfen sie auch eines nicht unerheblichen Aufwands an Pflege. Doch was wäre ich, Ambrosius, wenn meine Frisur nicht richtig sitzen würde? Du sagst es. Ich wäre nicht der mächtige Ambrosius, der ich heute bin. Frauen würden dafür töten, wenn sie auch nur einen Teil meiner Haarpracht hätten. Dabei ist es so einfach. Ich verwende lediglich eine exotische Kuh aus Eselsmilch und Mangostückchen, die ich mir 1,5 Stunden täglich in die Haare einreibe und dann sanft ausspüle. Aha. Mit dieser Pracht habe ich bereits zahlreiche Preise gewonnen. Sag mal, worüber haben wir gleich wieder gesprochen? Ach, nicht so wichtig. Aha. Wow, deine Rüstung blitzt und funkelt. Selbstverständlich. Nicht umsonst verwende ich täglich mehrere Stunden darauf, sie auf Hochglanz zu polieren. Bereits mein Mentor hat mich gelehrt, dass Wachsen und Polieren ein großartiges Kampftraining beinhaltet. Das verstehe ich nicht. Was ist denn so ein tolles Training daran? Leider darf ich dir das nicht verraten, denn es ist eine geheime Kampftechnik, die nur von Meister zu Schüler weitergegeben werden darf. Aber ich erinnere mich noch heute an den Singsang meines Lehrers. Auftragen, polieren. Auftragen, polieren. Also eigentlich kommt mir dein Name überhaupt nicht bekannt vor. Was? Das ist absurd. Sogar meine Haarpracht wird von den Frauen verehrt und von meinen Gegnern gefürchtet. Die Jugend von heute.
Nun ja, ich denke, du bist einfach noch zu jung, um dich für, Ritter zu interessieren. Solltest du nicht besser einen Helm zu deiner Rüstung tragen? Nein. Ein Helm ist nur etwas für Feiglinge. Zudem würde mein überragendes Gehör und meine scharfen Adleraugen durch so ein Ding behindert werden. Das hört sich für mich jetzt ein bisschen nach Ausflüchten an. Was? Wie kannst du es nur wagen? Hast du denn keinen Respekt vor einer vor dir stehenden Legende? Nun gut, nein. Ich gebe zu, dass meine wogende Haarpracht ebenfalls eine klitzekleine Rolle bei dieser Entscheidung spielt. Mein filigranes und sanftes Haar würde irreparablen Schaden nehmen. Nein, das kann ich nicht zulassen. Ich sage wohl besser nichts dazu. Tolles Schwert. Vielen Dank. Mein legendäres +3-Schwert des Dämonenschlachtens hat mir bisher immer gute Dienste geleistet. Gut, bisher hatte ich noch nicht so viele Dämonen als Gegner, aber wer weiß, was mir die Zukunft bringt. Aha. Erzähl mir doch von einem deiner Abenteuer. Wirklich? Oh, ich meine nur zu gern. Aber leider ist meine Kehle äußerst trocken. Ich stehe hier bereits seit einigen Stunden und habe nichts zu trinken bekommen. Sobald ich mir aber einen Schluck gegönnt habe, bin ich mehr als bereit, dich dir von meinen großartigen Abenteuern zu erzählen. Also müssen wir was zu trinken. Okay. Ich muss leider weiter. Bis bald. Oh, ich bin es gewohnt, dass Frauen normalerweise nicht von mir lassen können. Aber gut, dann gehab dich wohl. Okay, dann müssen wir hier noch irgendwie einmal Gefängnisbrunnen drehen, den Waffenständer. Spieglein, Spieglein in der Hand. Ich glaube, das wird ihn wohl vorerst beschäftigen. Schildlein, Schildlein an der Wand. Wer ist schönster Paladin im Land? Okay, das ist bestimmt nur gut. So können wir natürlich auch beschäftigen. So, kommen wir jetzt irgendwie an den Schlüssel da oben ran. Können wir den eventuell mit unserer Schleuder, die wir hier haben, runterschießen? Ich brauche erst etwas Munition. Ach, Mensch. Es grünt so grün, wenn Ferianis Blüten blühen. Okay, gehen wir mal ein Stückchen weiter. Mal gucken, was es hier noch so gibt. Vielleicht finden wir irgendwo Steine. Oder andere Munition. Was ist das denn? Gehe zum fahrenden Händler. Einfach besser. Bei El Jolio ist er einfach besser. Oh, stinkender Käse. Finger weg, das ist El Jolios Mittagessen. Er wird sehr böse, wenn du ihm das stellen willst. Das ist aber übel riechender Käse. Ich schätze, dass sich darin noch weitere Waren befinden. Damit wir die Maus fangen können. Die Bremse für den Wagen. Da er aber wohl eher hier stehen bleibt und sich nicht bewegt, ist das wohl eher Zierde. Igitt, wer hat denn hier seine schmutzige Wäsche aufgehängt? Das ist die Wäsche aus Dr. Thief Waschsalon, den El Jolio ebenfalls betreut. Na super, der hat ungewaschene Wäsche da aufgehangen. So gut, gehen wir hier wieder weg von dem Karl. Ob ich mich wohl in der Stadt umsehen sollte? Lili, wo steckst du? Es wird wohl besser sein, wenn ich zuerst Seville befreie. Okay. Ab 100 Stück denkt El Jolio über einen Rabatt nach. Das heißt, wir brauchen Steine oder irgend sowas. Können wir eigentlich, der kleinen Kuh. Ich muss erstmal zum Fenster hoch. Ach so. So, können wir ihr dann jetzt den leeren Krug geben? Dann gebe ich ihr auch mal den halb gegessenen Fisch, weil ich weiß, wofür wir ihn auch eventuell brauchen. So, können wir das mal wieder runter. Eventuell können wir den El Jolio eintauschen gegen den Käse. Denn das stinkt ja mindestens genauso sehr. Besser nicht. Holt euch jetzt die Wundertinktur von Dr. Thief. Ob der Händler wohl Interesse an dem Fisch hat? Obwohl, so einen leckeren Eindruck macht er nicht mehr. Ich bin nicht sicher, ob den noch jemand essen sollte. Vielleicht können wir eine Katze vergiften damit, wer weiß.
So, gehe zur Kreuzung. El Jolio verkauft magisches Haarwasser. Von Dr. Thi empfohlen. So, der ist beschäftigt. Vielleicht können wir ja hier den leeren Krug mit Wasser eventuell füllen. Kaltes, klares Wasser. Hey, da liegt eine Münze im Wasser.